Was hat dieses Ei mit Gottes Zeitplan zu tun? Herzlich willkommen bei GVC Global Video Church. Heute geht es um ein weiteres Thema von Jakob, und zwar, warum Gottes Uhren anders ticken. Ihr kennt das bestimmt genauso gut wie ich. Sehr oft lesen wir etwas in der Bibel, wir haben eine Verheißung Gottes, da steht was und wir erleben es nicht. Wir halten durch, wir beten, wir sind gehorsam, warten und dann geschieht manchmal sogar das Gegenteil. Und du fragst dich so langsam, habe ich entweder Gott missverstanden? Habe ich die Bibel? Lese ich die hier falsch? Manche legen plötzlich die Bibel anders aus und weichen vom Weg ab. Auf jeden Fall gibt es eine große Irritation. Durchhalten geht ja noch, wenn alles irgendwie gut läuft, ja? Aber wenn das Gegenteil von dem passiert, was Gott eigentlich dir verheißen hat oder was er in seinem Wort dir verheißen hat und geschrieben hat, da stimmt doch was nicht, oder? Und das ist genau der Punkt, wo wir Menschen die größten Fehler machen. Egal, ob du auf der Suche nach Gott bist und dir plötzlich das Gegenteil passiert, was du eigentlich erwartest und du ihn nicht so findest, wie du es eigentlich möchtest. Oder ob du als Christ, als Nachfolger Jesu in diese Situation kommst, wo du sagst, ich verstehe Gott nicht mehr. Und es tut richtig weh, du bist richtig enttäuscht und dein Glaube ist schwach. Heute will ich für dich, habe ich eine gute Botschaft, denn es gibt eine Lösung. Wir halten zusammen mal fest. Es gibt viel mehr Geschichten in der Bibel. Ich würde mal so schätzen, grob über den Daumen, 80% von den biblischen Geschichten gehen über Menschen, die von Gott eine Verheißung bekommen und ganz lange auf diese Verheißung warten müssen. Fangen wir schon mit Abraham an. Der ist mit 75 Jahren von Gott rausgerufen von einer Stadt in ein verheißenes Land und er hat die Verheißung von ihm bekommen. Abraham mit 75, du wirst ein ganz großes Volk werden. Ich werde dich in ein Land bringen und da wird Milch und Honig fließen. 75 Jahre. Wisst ihr, wie lange Abraham gewartet hat, bis dieser Sohn kam? 25 Jahre. Wie oft hat Abraham wohl überlegt, wäre ich doch in der Stadt geblieben, da wäre doch alles irgendwie ganz ruhig gewesen, alles okay, aber hier habe ich Hungersnöte, ich muss kämpfen, ich verliere meinen Neffen Lot, muss da ihn wieder zurückerobern. Also ich meine, der hatte lauter Probleme. Nur weil er auf Gott gehört hat, rausgegangen ist aus seiner Heimatstadt und hat eine Verheißung, zu einem großen Volk zu werden, aber kriegt keine Kinder. Sarah ist unfruchtbar. Und es ist eigentlich auch, damals wurden die Menschen zwar älter, aber es war trotzdem sowas, als wenn ein 60-Jähriger oder eine 60-jährige Frau plötzlich ein Kind kriegt. So unwahrscheinlich war es, als Sarah dann den verheißenen Isaak bekommen hat. Und davor, nochmal, lasst es uns mal so richtig auf der Zunge vergehen. 25 Jahre kommst du von einer Schwierigkeit in die andere, weil du Gott gehorsam warst, ausgezogen bist aus einer ganz guten, sicheren Heimat. Da stimmt doch was nicht. Und dann kommt deine Frau mit einer ganz tollen Idee, schlaf doch mit meiner Magd. Das war damals auch nicht so ungewöhnlich. Aber Gott hat ihm gesagt, nein, mit Sarah will ich dir nachkommen erschaffen. Nicht mit der Magd. Aber dann irgendwie da sind mittlerweile 13 Jahre vergangen. Muss ich mir vorstellen, 13 Jahre war Abraham schon treu. Ja, oder sagt er, naja, vielleicht habe ich Gott ja anders verstanden. Und auch hier nochmal bemerkt, 13 Jahre hört er nicht dauernd wieder von Gott und Gott schickt dann eine Taube mit einem Brief. Abraham, jetzt warst du schon 5 Jahre so treu, alles gut, warte noch ein bisschen. Oder wenigstens ein Prophet.
kann man doch erwarten, nach 13 Jahren oder nach so vielen und dann nach 25, also innerhalb der 25 Jahre, dass da irgendeine Bestätigung kommt. Ja, Gott begegnet ihm zwischendrin, ja, er ermutigt ihn, aber trotzdem, es war für Abraham wirklich so, irgendwann mal dachte er, okay, vielleicht ist das mit der Magd eine gute Idee, ich habe ja vielleicht nur ein bisschen falsch verstanden, okay. Und er gebiert dann, die Magd gebiert Ismael, aus dem heute das muslimische Volk, der Islam entstand. Und da merkt man so die Frucht, wenn man Dinge, die Gott einem eigentlich schenken will, menschlich erzwingen will. Und Jakob hat genau dasselbe erlebt. Wir merken das. Wir lesen mal, das ist eine sehr schöne Vorgeschichte, und zwar geht es da um Rebekka, das ist die Mutter von Jakob, und diese Mutter bekommt von Gott eine Verheißung, auch nachdem sie längere Zeit auf Kinder warten musste, auch sie war unfruchtbar, da merkt sie, sie ist mit Zwillingen schwanger. Da heißt es im 1. Mose 25, Vers 22, als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die sich im Mutterleib gegenseitig stießen, seufzte sie. Jetzt bin ich endlich schwanger, warum müssen sich meine Kinder nun ausgerechnet bekämpfen? Ja, haben wir es schon wieder. Also da kommt die Verheißung, aber sie bringt Leid mit sich. Und da sie fragte den Herrn, und jetzt kommt und er antwortet ihr, von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Wie wundervoll, oder? Und die Verheißung Gottes hat immer irgendwo dann auch das Leid oder die Schwierigkeit, die dann schon mit reingepackt ist, die man dann gerne überhört. Eins wird mächtiger sein als das andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Isaak wartete übrigens 20 Jahre zu der Zeit auf Nachkommen, die ihm verheißen waren, wie Abraham. Und jetzt das. Rebekka behielt das im Herzen. Also okay, sagte sie, ich nehme das jetzt mal so an. Und jetzt hatte sie diese zwei Zwillinge, alles geht ja gut. Und sie wusste, Jakob, der Zweite, wird derjenige sein, aus dem Gott etwas Großes machen wird. So, und jetzt, wie ist die Realität? Lesen wir direkt mal weiter. Die Realität ist, 1. Mose 25, Isaak war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gerne im Freien herumstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Isaak mochte Esau mehr als Jakob, weil er gerne sein gebratenes Wild aß. Jakob aber war Rebekkas Lieblingssohn. Jetzt kann man sich das vorstellen, das geht jetzt über Jahre. Esau ist ganz klar bevorzugt. Und wir Frauen kennen das gut. Natürlich reden wir mit unseren Ehemännern und sagen, du hör mal, Jakob war eigentlich der verheißene Sohn, das hat Gott mir gesagt. Du kannst nicht einfach den Esau bevorzugen. Also Jakob ist derjenige und sie haben vielleicht diskutiert und ein Mutterherz, ich kenne das auch von, als unsere Kinder klein waren, heute sind sie groß, da ist das nochmal was anderes, da hat man größeren Abstand, aber da habe ich teilweise gelitten, wenn ich irgendwie gemerkt habe, dass einem Kind nicht so gut geht und ich hatte genau ähnliche Geschichten, Gott hat Verheißungen über unsere Kinder ausgesprochen und ich habe erstmal fast das Gegenteil gesehen. Und das ist immer noch nicht zu Ende, die Geschichte, aber diese Predigt ist vor allem auch für mich. Rebekka hat gelitten darunter. Wir werden das auch gleich lesen. Das ist keine Spekulation. Ja? Und was tut sie? Auch das, da gehe ich mal von aus, sie war eng mit Jakob. Und sie hat bestimmt Jakob das erzählt. Du, der Herr, verzweifle nicht, wenn der Vater Esau lieber hat, der Papa. Ja, wenn er dich übersieht und wenn er dich vielleicht beschimpft manchmal oder ärgerlich ist, weil du viel zu weicheig bist und nicht so den Mumm in den Knochen hast. Keine Sorge. Mir hat Gott gesagt, dass du derjenige bist, der über Esau herrschen wird. Und dann passiert, dass Jakob dem Esau das Erstgeburtsrecht abluchst. Das hatten wir in einem der anderen Videos. Hier ist schon das erste Mal, okay, wenn der Papa das nicht so sieht, was Gott mir verheißen hat, hole ich es mir selber.
Und er ließ Esau sogar schwören. Das ist eigentlich eine richtige listige Sache. Ihr Lieben, wenn du versuchst, den Segen und Verheißung Gottes, etwas, was er dir geben will, eine Versorgung, durch erzwungene, listige Geschichten abzuluxen, ihr Lieben, es kommt nichts Gutes dabei raus. Es kommt nichts Gutes dabei raus. In den Zeiten, wo ich so viel, ich habe das Gegenteil gesehen, was Gott verheißen hat, es tat mir unglaublich weh, ich habe unglaublich gelitten, ihr Lieben. Da kann man richtig durch tiefe Täler gehen, vor allem, wenn es über Jahre geht. Und ich kenne die Zeiten, wo ich gesagt, ich probiere jetzt selber zu kämpfen. Du gehst vor Gericht. Du, ach komm, jetzt muss ich meinen Mann aber mal so richtig unter Druck bringen, dass er mal endlich etwas tut. Dann muss ich das in die Hand nehmen. Dann schleppe ich ihn und ich zwinge ihn in den Gottesdienst, damit er sich doch endlich bekehrt. Ich drücke, drücke, drücke. Oder ich fange wieder an zu streiten und sage, Mensch, wir haben doch von Gott eine verheißene Ehe, wo du mich lieben sollst, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und dann probierst du so ein bisschen, okay, ich diene ihm jetzt, jetzt bringe ich ihm am Kaffee ans Bett, aber im nächsten Moment haut er mir wieder eins über die Rübe und dann fange ich wieder an, mit all meinen alten menschlichen Mitteln zurückzuhauen. Oder ich sag ihm mal, wie schrecklich er mich behandelt und wie schrecklich ich unter ihm leide. Ihr Lieben, diese menschlichen, erzwungenen Versuche bringen immer nur eine Sache. Vielleicht bringen sie ein kleines Ergebnis, aber nicht das, was Gott verheißen hat. Also wir sehen mal, was da so passiert. Die Rebekka ganz zum Schluss sogar, also da ist Jakob schon richtig groß. Der Isaak stirbt kurz vorm Sterben. Da verleitet sie Jakob sogar zum Betrug. Er soll sich Felle um die Arme machen. Er soll einen Ziegenbock bringen, weil nämlich Isaak zu Esau sagt, bring mir ein Wildbret und dann werde ich dir den Erstgeburtssegen bringen. Das ist noch eine zweite Sache. Also das Erstgeburtsrecht war ein doppeltes Erbe. Der Erstgeburtssegen, der war etwas, das lag über deinem Leben. Das wollte Isaak dem Esau geben. Und dann verleitet Rebekka den Jakob zum Betrug. Er gibt sich, weil Isaak ist blind, er gibt sich als Esau aus und er schleicht sich somit tatsächlich. Also das Ergebnis, er bekommt den ersten Segen vom Isaak, der Esau bekommt nur noch einen zweiten Segen. Also wir kriegen irgendein Ergebnis, aber ihr Lieben, das Ergebnis ist leider nicht das, was Gott möchte. Und hier heißt es sogar, dass die Rebekka sagt, der Jakob, der sagt schon, der merkt schon irgendwie, da ist was nicht ganz in Ordnung, Mama. Das geht daneben, wenn ich so meinen Bruder, der sowieso schon sauer auf mich ist, und meinen Vater betrüge und Rebekka sagt, dann soll der Fluch mich treffen, erwiderte sie. Jetzt tu, was ich dir sage, hol mir die Ziegenböckchen. Das ist doch so typisch Mensch. Vor allem Frauen, ganz ehrlich, Frauen können richtig manipulativ sein und denken, sie tun einfach nur, ich muss, also wenn mein Mann mich nicht so liebt, wie er eigentlich lieben sollte, dann nehme ich es jetzt selbst in die Hand. Und ich sag dir schon, weil ich bin genauso betroffen wie du. Wir können uns ja alles richtig biegen und dann immer sagen, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre mein Mann heute ganz woanders oder mein Sohn oder meine Tochter oder meine Arbeit. Setze ein, wofür du kämpfst. Aber es geht immer so aus. Gucken wir das Ergebnis von Rebekka. Esau ist nun stinkesauer. Und Rebekka hört, Esau sagt, sobald mein Vater gestorben ist, bringe ich Jakob um. Uff. Also menschliche Aktion bringt etwas. Scheinbar, auch das ist schon mal die Richtung, in die ich eigentlich gehen möchte. Aber es produziert noch viel mehr Leid, als wenn wir es hätten sein gelassen.
Es funktioniert nicht wirklich. Schauen wir, wie der Fluch aussieht, den Rebekka da selber über sich hat ausgerufen. Nicht nur, weil sie es gesagt hat, sondern weil sie einfach sagte, auf Biegen und Brechen. Da heißt es, Rebekka geht zu ihrem Mann Isaak und er sagt, wenn Jakob nicht mehr dran denkt, er geht zu ihrem Mann und sagt, sie muss Jakob wegschicken, weil Isaak wird ihn sonst bringen. Und das sagt sie ihrem Sohn, nachdem Jakob dann weggeschickt werden musste. Sie sagt, Jakob, wenn er, Esau, nicht mehr daran denkt, dass du ihm angetan hast, schicke ich dir diese Nachricht. Du kannst zurückkommen. Schließlich will ich nicht beide Söhne an einem Tag verlieren. Dann ging sie zu Isaak. Ich habe keine Freude mehr am Leben, weil Esau diese Hethiterin, das sind Heidenfrauen, geheiratet hat, klagt sie. Wenn ich auch noch mal ansehen muss, dass Jakob eine solche Frau heiratet, möchte ich lieber sterben. Also damit endet die Geschichte Rebekkas. Wir halten fest, Gott straft sie jetzt nicht so, dass sie umkommt oder ein großes, großes Unglück erfährt. Ich finde das auch cool. Selbst Abraham wird nicht von Gott massiv gestraft, weil er in dieser Ungeduldszeit menschliche Mittel angewendet hat. Es ist mehr die Ernte, die ich selber von meinem menschlich teilweise hinterlistigen, teilweise manipulativen, teilweise auch einfach sündigen, nicht im Gottes Willen handelnden Aktionen, Ernte, ist Traurigkeit. Eine innerliche, sie verliert Jakob eigentlich 20 Jahre aus den Augen. 20 Jahre. Sie muss 20 Jahre mit dem ältesten Sohn Esau zusammenleben, mit ansehen, wie er sauer auf sie ist, muss damit leben. Und sie hat diese Gedanken, da möchte ich doch lieber sterben. Also wenn du in so einem Tal bist, dann bitte ich dich jetzt gut zuzuhören. Denn wir sehen einen anderen Weg. Und wir halten nochmal fest, auch Abraham hat diese menschlich erzwungenen Früchte geerntet. Und das ist dann immer so ein Tal halt, das ist nicht gut, man erntet nichts Gutes. Aber auch Abraham hat dann die Früchte Gottes und die Verheißung geerntet. Und ihr Lieben, auch Rebekka, sie wird zwar nicht mehr erwähnt, aber wir wissen, dass Rebekka den Segen Gottes doch noch die Erfüllung der Verheißung erlebt hat, aber anders. Deswegen hört jetzt gut zu. In drei kurzen Punkten werde ich dir zeigen, wie Jakob gelernt hat, oh, ich mache das lieber nicht so wie meine Mama, nicht so erzwungen und erpresst, sondern ich mache das jetzt auf Gottes Weg. Und der Jakob erfährt die Segnungen, die Gott, der Rebekka über ihn schon gesagt hat. Und das sind drei ganz einfache Punkte. Das allererste ist 1. Mose 30, Vers 35. Wir halten fest, Jakob erlebt auch erstmal genau das, was Abraham und alle, die erlebt haben. Er hat die Verheißung, er kommt dann zu seinem narzisstischen Onkel. Wir halten fest, der natürliche Mensch ist immer narzisstisch. Ja? Es gibt nur verschiedene Ausprägungen, beziehungsweise wenn ich ganz eng mit einem Menschen zusammenlebe, der wirklich ganz gottlos ist, dann ist das natürlich heftig, dann muss ich das ertragen. Aber das muss Jakob ertragen. Okay? So, aber wie reagiert Jakob? Jetzt kommt die Lösung. Er reagiert nicht wie Rebekka. Also, wir spulen vor und Jakob erlebt lauter Ungerechtigkeiten. Also das Gegenteil von dem, was Gott ihm verheißen hat. Er wird ausgebeutet, er schuftet für Rahel 7 Jahre, kriegt die Lea, schuftet für Lea 7 Jahre, für Rahel nochmal 7 Jahre und dann kriegt er auch dauernd, er kriegt noch nicht mal richtig Lohn, er kriegt keine eigenen Herde
Und jetzt fängt es an, er geht dann zum Laban und sagt, du Laban, ich habe jetzt für Rahel gearbeitet, für Lea gearbeitet, obwohl ich eigentlich nicht arbeiten wollte. Lassen wir das mal beiseite, das erwähnt er noch nicht mehr, sehr demütig. Ich möchte jetzt meine eigene Herde irgendwie zusammensammeln. Und dann sagt der Laban, prima. Und Jakob wusste schon, er muss jetzt irgendwas machen, was sehr eindeutig ist. Und er sagt, alle gesprenkelten Schafe, alle da, wo ein bisschen Farbe drin ist, es gibt schwarze und weiße Schafe, aber da, die irgendwie eine Sprenkelung haben, die gehören mir. Er wusste, das sind nämlich die wenigsten und er wusste so, darauf wird bestimmt Laban eingehen. Und jetzt guckt, was passiert. 1. Mose 30, Vers 35. Laban sagt, ja, machen wir. Und am selben Tag noch sonderte Laban alle Ziegen aus, an denen etwas Weißes war, und alle Schafe, an denen etwas Schwarzes war, und schickte seine Söhne mit ihnen fort. Sie sollten so weit wegziehen, dass sie von Jakob 3 Tagesreisen entfernt waren. Und dann gab er seine Herde Jakob zur Aufsicht. Also richtig krass. Absolut hinterhältig. Rebekka hätte jetzt bestimmt irgendwie eine tolle menschliche Idee gehabt. Aber was tut Jakob? Ich will mal kurz was anhängen, weil zu dieser Situation sagt er später was seinen Frauen. Und zwar, er geht ins Gebet. Und im Gebet hört er Gott. Er hört, dass Gott ihn segnen wird. Er braucht keine Angst haben. Er sieht ja, ich meine, er ist ja nicht dumm. Jakob wusste, er hat die Schafe Labans gehütet. Er wusste, da sind ein paar Gesprenkelte drin. Und er sieht die Herde und er sieht nur noch Weiße und Schwarze. Aber er betet und Gott begegnet ihm im Traum und sagt, keine Sorge, Jakob. Tu nur, was ich dir sage und ich werde dich segnen. Und guck mal, was er tut. Jakob holte sich frische Zweige von Pappeln, Mandelbäumen und Plantanen und schälte einige Streifen von ihrer Rinde ab. Die weiß gestreiften Stäbe stellte er in die Tränkrinnen, sodass die Tiere vor sich sahen, wenn sie zum Trinken kamen. Dies war nämlich der Ort, an dem sie sich paarten. Dabei hatten sie die Stäbe vor Augen. In der folgenden Zeit wurden gestreifte, gefleckte und gesprenkelte Junge geworfen. Ihr Lieben, ich habe mich erkundigt, biologisch macht das keinen Sinn. Okay? Gestreifte Stäbe, probiere es. Es wird keine, die werden nicht gestreifte Kinder hervorbringen. Ja? Was war denn das? Das geschieht öfter in der Bibel, dass wir etwas tun, wie Mose, der muss mit einem Stab auf Felsen schlagen. Probier das mal, da kommt kein Wasser raus. Aber weil Mose es tut, weil Gott es ihm gesagt hat, bringt es Frucht. Statt menschlich zu überlegen, okay, wie kriege ich diese gesprenkelten Schafe, damit ich endlich eigenes Gut habe, weil das hat Gott mir verheißen. Gehe ich hin und sage, ich bete, ich tue einfach mal das, was Gott mir sagt, auch manchmal, wenn das überhaupt menschlich keinen Sinn macht. Ich bin treu, ich schlage nicht zurück, ich höre auf zu manipulieren, ich lasse los. Ich konzentriere mich auf das, was Gott mir sagt. Und das Ergebnis war, dass lauter Gesprenkelte zur Welt kamen. Ihr Lieben, das ist das größte Geheimnis. 3 Schritte gebe ich euch mit daraus. Und wenn ihr die Geschichte weiterlest, ihr seht da noch viel mehr Schätze. Aber leider ist dieses Video, soll nicht so lange werden. Ja? Aber das ist, letztendlich kann man alles immer wieder zusammenkochen auf das. 3 Schritte. Erstens bitte ich euch und jetzt bitte ich auch mich, weil ich habe zurzeit selber etwas, wo ich eigentlich eine ganz klare Verheißung Gottes hatte. Ich habe sie aufgeschrieben, das tut Jakob übrigens ganz oft. Er stellt dann einen Stein auf, um sich wirklich zu visualisieren. Halte das fest, was Gott dir gesagt hat. Halte fest, was in der Bibel steht, dass du eine gesegnete Ehe haben sollst, dass dort Liebe und Freude sein soll und Gott repräsentieren soll, dass deine Kinder gläubige Christen werden. Halte daran fest. Das letztendlich, das ist Gottes Wille, das stimmt.
Aber der erste Schritt ist, wenn du nicht aufhörst, menschlich zu versuchen, zu drücken, zu machen und zu tun, Therapeut über Therapeut, Lehre, Bücher über Bücher neben der Bibel, die nicht viel bringen, außer Menschliches hervorbringen. Wenn du das nicht aufhörst und dann nur noch das tust, was wirklich Gott verheißen hat, was Gott dir gesagt hat, was in der Bibel steht, wie man Böses überwindet. Weil wir manchmal, ich will dir hier nochmal anmerken, es ist der erste Schritt ist so wichtig. Jakob fängt nicht an, mit Laban zu streiten. Er macht keine hinterhältigen Dinge mehr. Er hat davon gelernt, dass das nichts bringt. Dann kann Gott nicht selbst die Zügel in die Hand nehmen. Ich mache das mal so fest. Ja? Erster Schritt. So, die Pferde gehen durch. Gott hat die Zügel in der Hand, weil er soll dein Leben lenken. Du willst ihm gehorchen. So, jetzt geht's durch finstere Täler, Feinde, Schüsse. So, wenn du jetzt die Zügel nimmst, wird sie Gott dir nicht wegnehmen, weil ich einen freien Willen habe. Und wenn du die Zügel in der Hand hast und dann noch erwartest, dass Gott dein Leben lenkt, dein Partner, deine Kinder, deine Arbeit, deine Gemeinde, deine Seele, das macht keinen Sinn. Du musst erst die Zügel aus der Hand lassen und wirklich aufhören, zu deinen Mann anzuklagen, zu streiten mit ihm, durch deine eigenes Reden ihn irgendwo hinbringen oder deine Kinder oder was auch immer. Du musst aufhören, durch eigenes Kämpfen und Drücken und menschliches Machen deinen Segen und dein gutes Leben zu erzwingen, dein Glück zu erzwingen. Dieser Schritt muss geschehen. Gott, du hast das in der Hand. Ich habe meine Hände frei. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Ich tue das, was offensichtlich vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Das, was Gott mir aufs Herz legt, das tue ich ganz treu. Jakob hat hier ganz treu die weißen und schwarzen Schafe Labans versorgt. Er hat, selbst wenn ein Schaf gerissen worden ist, hat er es nicht verschwiegen, sondern er hat es selbst noch zurückbezahlt. Ganz treu wird Gott dich segnen. Ihr Lieben, wird Gott dich segnen. Für mein Leben heißt das, ich habe einen Auftrag Gottes, den tue ich treu, egal was passiert. Ich liebe meinen Mann, ich tue ihm nichts Böses mein Leben lang. Falle ich runter, schreie ich ihn an, ja, aber dann gehe ich wieder zurück. Und wenn er irgendwie was verpasst, wenn er mich anmupft, dann gehe ich immer wieder, ich tue ihm nichts Böses. Ich klage ihn nicht an, ich halte ihm nicht vor, was er alles, wie ich unter ihm leide. Erster Schritt, Zügel zu Gott geben. Dann tue ich treu das, Gott mir sagt. Und wenn es ist, hier wie der Jakob, ich breche mal Zweige ab, ich schnitz da mal irgendwas rein, vergrab es irgendwo. Solche Dinge habe ich übrigens auch schon mal getan. Einfach gesagt, so Herr, ich soll das jetzt tun, ich mache es einfach mal. Und dann kommt der dritte Schritt. Und der dritte Schritt, damit schließe ich ab, ist etwas ganz Faszinierendes. Ja? Jakob wird reich, sehr reich sogar. Laban kriegt richtig Angst. Dann sagt Gott Jakob, jetzt flieh raus. Also nicht so, wie Rebekka das gedacht hat. Sie schickt einen Brief. Lass es. Gott macht das mit deinen Kindern. Gott wird zu ihnen reden. Ja? Als Gott ihm das sagt, geht er raus. Er versöhnt sich mit Esau auch hier wieder. Er wirft nicht Esau vor, du hast mich die ganze Zeit unterdrückt, du warst immer das Lieblingskind, ich war immer derjenige, der keiner gesehen hat und. Nein, er versöhnt sich mit Esau, also er bleibt ganz kontinuierlich dran. Und jetzt kommt der dritte Schritt, also Gott segnet ihn, er versöhnt sich mit Esau und ich finde eine Geschichte so faszinierend. Da kommt Gott nochmal nach 20 Jahren
und sagt ihm nochmal, Jakob, ich werde aus dir ein großes Volk machen, weil ich sehe jetzt nach 20 Jahren, wie treu du mir immer gedient hast und immer bei mir geblieben bist, ja. Und dann geschieht, dass die Rahel ist auch wieder unfruchtbar, auch wieder sehr, sehr interessant, ja. Sie bekommt einen Sohn, Josef, aber dann bekommt sie einen zweiten Sohn und schaut mal, was da passiert. Aber Rahel spürte, sie bekommt den Sohn und in den Wehen merkte sie, dass sie sterben müsste. Rahel spürte, dass sie sterben musste, denn die Wehen waren so schlimm. Darum nannte sie den Jungen Benoni, Schmerzenskind. Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin, Glückskind. Rahel starb. Und Jakob begrub sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Was Jakob gelernt hat, und Rahel war seine geliebte Frau. Rahel war leider auch ein bisschen, die hat zum Beispiel eine Götzenstatue von Laban einfach mitgenommen, hat die versteckt. Die war nicht so ganz 100% mit Jesus, mit Gott unterwegs, ja. Aber ich finde auch interessant, dass Gott, sowas gibt es auch in der Bibel, und Gott segnet aber durch Jakob, behält auch noch den Segen für Rahel bereit. Also Rahel wird ja nicht, wird auch positiv nochmal später erwähnt, ist trotzdem Mutter von Josef, dem auserwählten Sohn, ja. Aber hier, gut, Rahel stirbt an der Geburt des zweiten Sohnes. Hiermit will ich abschließen. Es wird in deinem Leben immer wieder schwierige Sachen passieren. Und auch dem auserwählten großen Jakob, der von Gott sogar dann umgetauft wird zu Israel, der Gotteskämpfer. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jakob wird dauernd erwähnt. Hat viel Leid in seinem Leben erlebt. Viel Leid. Ich glaube, wir Christen sind mittlerweile so verweichlicht und verwöhnt. Wenn uns jetzt sowas begegnen würde, überleg dir mal, dein geliebtes Kind stirbt vielleicht. Ich habe das auch erlebt, dass ich ein Kind verloren habe, ist gestorben mit 4 Tagen, obwohl wir viel gebetet hatten. Und ich dachte jetzt, da will Gott ein Wunder tun. Dann habe ich falsch gedacht. Jakob verliert seine Lieblingsfrau, die er so heiß und innig liebt, an der Geburt eines Sohnes. So, was ist der dritte Schritt? Was zeigt sich hier in Jakobs gereiften Charakter? Ich komme zum Ei. Wenn wir dieses Ei jetzt, dieses Ei habe ich und es, der Sinn des Eis ist, dass daraus ein Huhn entsteht und aus dem Huhn viele Eier und viele Hühner. Eine Hühnererde, Hühnerherde, ja. Das ist die Verheißung, die Gott uns gibt. Etwas Großes, etwas Tolles, Segen und so weiter. Wenn ich ungeduldig bin und ich denke, ich habe so Hunger, ich brauche jetzt etwas zu essen und nicht erst, wenn das Huhn kommt und dann viele Hühner und dann kann ich ein paar Eier wegnehmen. Wenn du darauf nicht warten kannst, was passiert? Du isst das Ei und verpasst das Huhn. Was passiert aber, wenn ich geduldig bin wie Jakob? Da kommt ein Küken raus und das Küken hat es sehr schwer, durch die Schale zu kommen. Jetzt kommt nämlich der Grund, warum alles viel länger dauert. Die Verheißung beinhaltet viel mehr, als dass einfach nur ich glücklich bin. Die Verheißung beinhaltet, dass ich ein reifer Christ werde, der ein Licht in dieser Welt ist, der gestanden ist wie Jakob, der nicht das Ei vorschnell zerbricht und wenn irgendwas Schlimmes passiert, wie bei der Rahel jetzt so sagt, genau, dann nenne ich jetzt das Kind Benoni, Schmerzenskind und ich trage dieses Erlebnis mein Leben lang mit und das ist bitter, bitter, bitter. So, kein Huhn. Aber wenn ich warte und das Küken pickt und pickt und pickt und pickt und es ist lange, 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 dann ist es stark genug, danach aufzustehen. Das beinhaltet nämlich diese schwierige Phase. Genau dasselbe geschieht mit Schmetterlingen. Und dann kann ich wie Jakob sagen, ja, das ist schmerzhaft. Ich verliere, ich habe hier meine geliebte Frau verloren.
Aber das ist nicht das, was mein Leben prägt. Er nannte Benjamin, Benoni Benjamin, Glückskind. Ich kriege Gänsehaut. Hier. Wenn das Huhn rauskommt. So. Das hier, das kann ich nur noch essen. Aber wenn ich zulasse und warte, dass Gott zur richtigen Zeit das Küken reifen lässt, ich kann es nicht sehen. Ich kann nur wissen, okay, so und so viel müsste man warten, aber nur, weil ich es weiß, ja. So, und dann kommt das raus. Da geht eine Schale kaputt. Das Ei ist kaputt. Ich konnte es nicht essen. Dann machst du das, dann sagst du den Schmerz. Die schmerzlichen Verluste in meinem Leben, die lege ich beiseite. Aber das ist nicht das, wo meine Identität und die Identität auch meines Lebens von gezeichnet werden wird. Ich bin ein Glückskind. Und der Benjamin ist ein Glückskind, weil auch Rahel musste ich zu Gott bringen, Gott abgeben. Aber ich habe hier den Sohn und den werde ich mit Liebe großziehen. Und ich werde ihn nicht drunter verdammen lassen, hier darunter zu leben, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist. Meine Mutter ist an meiner Geburt gestorben, genauso wie Benjamin. Ich bin froh. Das entgegen das, was ich lange dachte, dass ich eigentlich schuld bin und dass auf mein Leben Schuld lastet und ein negatives Omen. Das habe ich mit dieser Schale zur Seite gelegt. Und ich habe einen neuen Namen. Und ich weiß, dass es ein Segen ist. Dass ich ein Segen bin. Meiner Mutter geht's gut im Himmel. Du bist ein Glückskind. Egal, was dir passiert ist. Und heute das Video soll dir dabei helfen, dieses statt zu erzwingen, durchzuhalten und Gott treu zu bleiben. Lass uns zusammen beten. Psalm 103. Ich lobe dich, o Herr, von ganzem Herzen. Alles in mir soll deinen heiligen Namen preisen. Ich lobe dich, o Herr, ich werde nie vergessen, wie viel Gutes du mir getan hast. Ja, du vergibst mir meine ganze Schuld und heilst mich von allen Krankheiten. Du bewahrst mich vor dem sicheren Tod und beschenkst mich mit deiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibst du mir Gutes im Überfluss. Du machst mich wieder jung und stark wie ein Adler. Ich lobe dich mein Leben lang, o Herr, du mein Gott. Amen. Und genau das habe ich auch gerade gebetet. Mein Leben lang tut ihr mir Gutes. Ja, es gibt Schalen, es gibt Verlust, es gibt tiefe Nächte von Heulen und Schreien. Aber dadurch geht diese Schale kaputt, das Menschliche, der alte Mensch bricht immer mehr weg und heraus kommt ein neuer Mensch, der erlebt, wie er von Gott gesegnet wird. Jeden Tag, Tag für Tag, bis ans Ende der Welt. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Gott segne dich. Tschüss.